Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und ja, ich hole jetzt noch die letzten 10.000 Liter vom Landhandel ab, vom Stroh. Und ja, es regnet gerade, wir haben ein bisschen vorgespult, weil es dunkel wurde. Felder sind leider immer noch nicht erntereif. Wir haben aber gerade besprochen, ich habe jetzt nicht immer alles zugehört, weil nebenbei meine Frau noch geschrieben hatte, wir werden wahrscheinlich die Zeiten kürzen, ne? Ole, kannst du dazu irgendwas sagen? Ja, wir machen das mal schneller, damit der Regen aufhört. Genau, wir lassen die Zeit jetzt auf 15, genau. Damit wir da beim im Herbst schneller ankommen, damit wir dann die Tage runternehmen können. Ist halt ja doch ein bisschen zu lange. Wir können ja gar nichts machen, weder ernten, gar nichts. Das ist so langsam geht uns die Ernährer. Wir müssen nur gucken, dass wir die Tiere im Blick behalten. Das geht natürlich jetzt rapide schneller, ne? Ja. Wasser und so weg, ne? Das wird nicht besser, oder liegt das vielleicht an meinem Internet, weil ich habe auch die ganze Zeit so einen hohen Ping. Aber im Teamspeak oder so lecke ich nicht, ne, Ole? Rainer? Nee, das ist gut, alles gut. Okay. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Ja, moin! Guten Tag, Herr Fritzl. Guten Tag, Herr Adler. Ich habe Ihre Felder noch mit Beikraut reguliert. Ja. Ich würde mir einfach ein bisschen Pflanzenschutzmittel bei Ihnen holen, wenn Sie es in Ordnung haben. Ja, sicher. Gegenleistung. Na, auf jeden Fall. Dann muss ich schon recht zum anderen Hof gehen, dort etwas holen. Das ist nämlich, was ich nicht so bevorzuge. Ja. Was wir machen könnten, ist, was würden Sie davon halten, wenn wir eine größere Ladung Pflanzenschutzmittel kaufen und eine größere Ladung Diesel kaufen, das dann irgendwo, keine Ahnung, bei der BGA oder so deponieren und dann können wir dort, kann dort jeder von uns, von der Genossenschaft drauf zugreifen. Das wäre eine super Idee. Und dann könnten wir einmal vielleicht ein bisschen Mengenrabatt rausschlagen. Und dann hätte jeder dort etwas. Man müsste ja nicht bei jedem bisschen immer dorthin fahren. So. Ja. Das können wir auf jeden Fall machen. Das wäre eine gute Idee, ja. Verlegung wert. Aber die Frage ist nur, wo lagern wir den Pflanzenschutzmittel? Da brauchen wir ein Fass für. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob ich noch was am Hof habe. Fällt mir gerade so ein. Warten Sie, ich habe den Katalog immer griffbereit. Da könnte ich mal schauen, ob wir da etwas in Richtung kaufen könnten. Ja. Flüssigkeitstank mit einem Hakenlift könnte man Pflanzenschutzmittel transportieren. Ja, dann machen wir das doch. Haben Sie einen Hakenlift? Nö. Aber diesen Transportfass, diesen kleinen, könnte man das auch transportieren. Ja, also so einen kleinen Fass habe ich auch für Pflanzenschutz. Würde die erreichen, oder nicht? Oder wenn wir zwei nehmen, wir stellen auch noch eins. Ja. Da könnte man vielleicht ein bisschen Mengenrabatt rausschlagen. Das stimmt, ja. Also dann, möchtest du das mal abklären mit dem Mengenrabatt? Musst du ja nicht sagen, wohin die Reise gehen wird? Nee, ich frag mal, ja.
ob es vielleicht Mengenrabatt geben könnte, wenn man größere Mengen bestellt. Sag mal so Pflanzenschutzmittel um die 14.000, 15.000 Liter. Ja. Kommt der nicht vorhin. Ja, ich werde ihn darauf ansprechen. Ich bin eh gerade da, ich muss gerade Strom bezahlen. Oh, viel Spaß, pass gut auf. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Noch einen. Wenn wir mal einsteigen. Genau. So. Jo, fertig jetzt zu. Jetzt fahren wir mal. Aber in ihrem Auto ist es schön. Ja. Bis haben Sie Musik? Oh. Haben Sie ein Radio? Besser wie Kino, bitte. Was ist denn hier wieder passiert? Ja, ich nehme den Helmut gerade mal mit, der ist ein bisschen von der Spur abgekommen. Okay. Wie können wir dir helfen? Ich wollte eben den Strom bezahlen. Ich muss wohl sagen, es sind aus Versehen 455 Liter mehr geworden. Das ist nicht so dramatisch. 12.000 hat man ausgemacht. Genau. Und dann wollte ich fragen, wie schaut das aus mit Mengenrabatt bei Pflanzenschutzmitteln? Da geht's wohl um die Menge. Wir würden so 14.000 Liter nehmen. 14.000 Liter ist keine Menge. Aber ab wann ist denn bei dir in der Menge? Wie viel Bier durch den... Ach Mann, ey. Ich glaube 15.000 verschieden. Ja, dann machen wir. Da ist schon Menge? Ja. Gleich wieder da. Ja, 15.000 Liter, da musst du dir mal eine... ja. Aber schon eine richtige Menge. Warte mal, wir heizen ja nicht von alten Fritzen, ne? So, die Tür. Oh, Fritze, willst du Kekse? Aber nicht die Haferkekse. Nein, warte. So, Chef ist gerade nicht da. So. Oh, das sind die Jugend. Boah, mit den großen Schokosnips. Ja, aber hey. Herr Nelling, willst du auch? Ja klar, gerne. Dann ja, bitte schön. Dankeschön. Johannes, ja. Komm schnell, bevor der Chef kommt. Ja, so. Jo, lecker, danke. Bitte weg. So, da bin ich wieder. Ja. Also, wie viel wisst ihr jetzt? Ja, dann machen wir mal 20.000 Liter. Harry, wie liegt der Preis beim Pflanzenschutz gerade? Lass mich kurz gucken. Beim Pflanzenschutz liegt der Preis aktuell bei 2.150. Wo 1,50? Jawohl. Wie viel willst du? 20.000? Ja. Warte. 2,150 mal 20 sind 43.000, 40.000. Bis 3.000 Rabatt. Hört sich doch gut an. Ja? Ja. Okay, dann machen wir so. Machen wir 40.000, 3.000 Rabatt, alles cool. Ja. Okay, perfekt. Guti, dann hast du was mit? Oder kommst du doch vorbei? Ich würde gleich vorbeikommen. Ja gut, dann sag Bescheid, wenn du da bist, ne? Genau. Ja, Geld hast du gerade bekommen und dann, ja gut. Geld ist nicht bekommen, ne. Doch, ich habe überwiesen. 12.000. Die 12.000, ja, die sind da. Ja. Nee, gut. Ja, passt. Alles klar. Alles klar. Ich jo, bis dann, Harry, 12.000 Einnahme, ne? Nicht vergessen. Tschüss. Ja, hab ich mit. Und die 2.000 von den Audis von. Die habe ich auch schon auf der Liste, Chef. Okay, perfekt. Herr Nering, schön, dass Sie da sind. Ach, Raimund. Hallo. So, ich habe eigentlich total was vergessen zu erzählen, Leute. Wir haben jetzt ein kleines Steuersystem hier drin. Wir müssen jetzt alle unsere Einnahmen, Ausgaben müssen wir eintragen und ich muss 12.000 als Ausgabe eintragen. Das mache ich euch mal, um euch das Ganze auch mal zu zeigen. Naja, skip. So. Das wäre. Herr Fritzl? Ja. Ich habe mich mit Ihrem werten Mitarbeiter darüber unterhalten, dass Sie auch eine Feldspritze besitzen. Ist das richtig, eine Deltis? Ja, das ist richtig. Rein theoretisch, wenn wir eine Genossenschaft sind, könnten Sie ja Ihre veräußern. Weil Sie brauchen ja keine mehr. Wir können das ja alles mit einer machen. Ich bin jetzt nach 10 am Fertigspritzen. Das würde wieder ein bisschen Geld für Sie bedeuten. Stimmt. Weil wir brauchen ja nicht zwei Feldspritzen rumstehen haben, es wird sowieso nur eine benötigt, das ist totes Kapital. Also schlussendlich müssen Sie dann entscheiden, aber das ist meine Meinung dazu. Das stimmt eigentlich, das könnte man... Ja. Jetzt sind Ihre Felder ziemlich gut, die 10 bin ich noch ein bisschen am Bearbeiten, da will es noch nicht so ganz, aber
wenn sie sich ja nochmal durch den Kopf gehen lassen, was sie davon halten. Ja, das können wir wohl machen. Ja, gut, das machen wir. Können Sie sie zeitnah vorbeibringen, wenn Sie wollen? Ja, mache ich so. Gut, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. Miguel? Ja? War das Stroh 12 oder 7%? Steuern. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ah, oh, ne, alles gut, alles klar. Jo. Tschüss. Oh. Tschüss. Ja. Im Zelt geboren. Entschuldigung, wollte ich sagen. Nix, alles gut. So. Ja, das habt ihr gerade gesehen. Das ist das Dingensystem. Daraus werden jetzt unsere Steuern berechnet. Das zählt erst ab jetzt. Und ich muss gleich erstmal gucken, weil netto, brutto. Jetzt war ich gerade selber ein bisschen. War das netto oder war das brutto? Ich würde ja sagen netto. Ich habe 12.000 bezahlt. Steuern werden da, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss da gleich mal nachfragen. Ist heute erst da. Das kam auch 10 Minuten vor der Aufnahme erst. Ich muss da selber nachher erstmal nachfragen. Nur damit ihr Bescheid wisst, warum ich da nirgendwo eintrage. Aber wir haben die 12.000 erstmal eingetragen und dann schauen wir weiter. Jetzt gleich kriegen wir noch Einnahmen, wenn wir die Spritze verkaufen. Das kriegen wir schon hin. Muss ich gleich mal selber hier gucken. So. Für die 10.000 Stroh, die schmeiße ich jetzt bei den Schweinen rein. Ole? Jupp. Was machst du gerade? Ja, immer noch. Schwarzing ist groß. So. Bin jetzt oben bei der Molkerei. Ja. Ja. Oh. Nein, nur so, hab mich nur mal interessiert. Ich glaube, du denkst, ich sitze in der Kneipe hier. Nein, nein. Ja, ist doch, also wenn man links und rechts beide Seiten, ist doch schon groß. So. Alles wegfährt hier oben beim Bauhof alles schon. Aber es lohnt sich. Wie viele Anhänger hast du davon schon bekommen? Also bevor du zugemacht hast, hatte ich noch zwei drin. In dem anderen Silo und der erste, gut halbe habe ich eben ausgekühlt, weil ich vorbeikam eben. Ja, okay. Und jetzt ist schon wieder gut halb voll hier oben. Runter zum Ringeln, die Straße muss ich noch komplett links und rechts. Da kommt schon noch was zusammen. Ja, so vielleicht 4-5 Wagen voll werden, das werden komplett. Das ist nicht schlecht. Ja. Das wird nichts, ne? Das zweimal im Jahr? Das ist verkehrt. Das stimmt wohl. Moin, Menes! Moin! Hallo! 70. Nein, geben wir ja nicht her. Warum gebt ihr das nicht her? Weil wir dasselbe brauchen. Für? Steht jetzt mal nicht zur Frage. Das brauchen wir selber, haben wir erst gerade erworben. Brauchen wir selber. Achso, okay. Gut, dann hat sich auch wieder erledigt. Jo, danke schön. Moin, Sven! Tschüss! Moin. Was brauchst du denn? Es ging um Feld. Achso. Ja. Okay. Bisschen auf Einkaufstour.
Na gut, ich bin wieder weg. Jo. Was, was hältst du denn davon, irgendwann mal hier gegen meinen BMW anzutreten? Inwiefern? Ja, machen wir vierte Meile Rennen hier. Too fast to forest. Too fast to furious. Vierte Meile Rennen, wo denn? Hm, weiß ich nicht. Was hältst du denn so vom... Ja, wo kann man das denn machen? Hm. Ja, zwischen Shop und im Landhandel, oder? Könnte man machen, ne? Lass uns mal drüber reden, wenn es dunkel ist. Können wir machen. Gut, ich ruf dich an. Alles klar, Ringele, mach's gut. So. So, dann auch fertig. Schauen wir mal eben bei den Tieren vorbei. Schweine, die brauchen ein bisschen Mais, brauchen sie. Stroh, Wasser. Könnte man noch was hinkippen? Guck mal hier. Ferkel an, hier wiegen schon 6 Kilo. Ist doch schmackhaft, würde ich behaupten. Oh, schmackhaft. Ja, guck mal hier, die Schweine, 706 Euro schon mittlerweile wert, sind, ja, das kommt ja langsam. So, machen wir erstmal hier ein bisschen die Schweine sauber und alles rum und dran. Ja, wunderbar. Haben wir das auch schon mal? Das Hühnerfutter sieht aber ein bisschen leer aus. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Ein kleines Ferkelchen. Och, guck mal. Wir haben sogar ein männliches Schwein bekommen. Mhm. Da, noch eins. Ja, nice. Das ist ja... Oh, Tatsache. Die Hühner, die haben nichts zu fressen. Was ist das denn? Ja, da müssen wir mal schnell auffüllen. Uiuiuiui. Das habe ich ja gar nicht gesehen, du. Da müssen wir mal schnell drum kümmern, bevor uns hier noch die Hühner wegsterben. Britzel? Jo, Adle, was gib it? Wie sieht's aus mit dem Mengenrabatt? Ja, wir würden bei 20.000, 3.000 Rabatt bekommen. Der wird gnädig, wie immer. Ja. 20.000, was wollen wir mit 20.000? Wollen wir die Stadt versorgen? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hattest du bei mir denn jetzt noch Pflanzenschutz bekommen? Hab nichts gefunden. Wo steht der Anhänger bei der BGA, oder? Ey, stimmt! Wo ist denn mein Anhänger? Hä? Beschäftigt. Ole! Jupp! Wo ist der Anhänger mit Pflanzenschutz? Steht da nicht hinten bei den Schafen. Nee. Wir hatten doch extra so einen kleinen Anhänger für Pflanzenschutz gekauft. Ja, ja. Der stand immer zwischen den zwei Hallen, wo die Schlepper drin standen. Da stand der immer. Ja, hier ist wirklich nichts drin. Wäre doch kein Witz, ne? Der, hä?
Der ist nicht da oder ist nichts mehr drin? Der ist nicht da. Dann ist er geklaut worden. Da stand immer zwischen den Hallen und wie wir da umgeräumt hatten oder wie ihr da aufgeräumt hattet. Da wurde das ja alles ein bisschen rumgestellt. Da stand es, glaube ich, bei den Schafen hin. Ich habe bei Miguel habe ich einen stehen sehen am Fendt dran. Meinst du, er hat den geklaut? Wo ist denn unser Fendt? Der steht da. Der steht bei uns. Der steht bei uns, ja. Dann Adler! Die Frage. Ja. Also irgendwie ist bei uns der Dingen geklaut worden. Da müssen wir uns mal eben drum schlau machen, was da los ist. Ja, viel Spaß. Eieiei. Ja, ich habe leider im Moment keinen Pflanzenschutz dann hier. Macht nichts, passt. Wir reinigen sowieso die Geräte jetzt und dann ist ja nichts mehr offen. Auch bei dir sollte noch alles bei sein. Pflanzen, Beikraut. Wenn wieder was ist, haben wir schnell wieder besorgt. So soll es ja nicht sein. Ja. Weißt du, wer mir ein Feld abkaufen wollte? Die Ringel ist, glaube ich. Ah, die wollten die 70 abkaufen. Was wollten die 70? Weißt du, für was? Für was? Also gut, du kannst dir das ja ausmalen. 68 ist gepachtet, 69 hat, glaube ich, die Natter gekauft. 70 wollten sie von mir. Also wollten sie 68, 69 und 70 zusammendecken. Ah, ja, ich verstehe. 70 ist uns. Verkauft doch bloß nicht, ey. Nein. Kein Fall. Gut, also ich muss wieder weitermachen. Es wird wieder dreckig bei mir. Bis gleich. Bis später. Warum sind jetzt auf einmal alle Felder hier gepachtet? Okay. Mit ihren Fahrzeugen die Schilder umgefahren haben, praktisch. Bayer? Moin, Herr Bayer. Hallo. Ich habe mal eine kurze Frage. Ja. Bei mir in der Nähe, wo meine Grasfelder sind, auf einmal sind hier alle Felder gepachtet. Ist das so richtig? Bei Ihnen in der Nähe heißt? Ja, 1, 2, 12, 8, 107, 103, 900. Aber die 8, 12 ist doch Ihres, oder? Nee. 98, 95, 94, 93, 96, 97. Alle Felder sind weg. So, ja, das ist ein. Da müssen Sie mal beim Herrn Nölling anrufen. Das ist, glaube ich, ein Deal zwischen Stadt und Lohnunternehmen. Da müssten Sie mal beim Herrn Nölling anrufen, der weiß da Bescheid. Sehr gnädig, das Feld 13, was ich seit 700 Jahren haben will, das wurde nicht genommen, herzlichen Dank. Da rufe ich den Nölling an, das geht doch nicht, wir können doch nicht hier alle Felder wegpachten. Ja, wie gesagt, das war nicht, ich habe da leider keine Informationen drüber, da müssen Sie mit dem Herrn Nölling sprechen. Ich rufe den an, bin gleich wieder da. Alles klar. Kaufen die denn? Faul, hallo. Hallo, Herr Faul, haben Sie Herrn Nölling gerade bei sich? Nein, Herr Nölling habe ich gerade nicht bei mir. Sekunde, ich fahre nochmal zu ihm zurück. Warten Sie mal einen Augenblick. Herr Nölling? Ja? Ihr, nehmen Sie mal das Telefon. Der ja. Herr Wiesi ist dran. Nölling, hallo? Hallo, Herr Nölling. Ja, hallo. Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Auf der ganz Schwatzingen sind alle Felder weg. Ja. Ja. Ihre Frage? Meine Frage, zum Beispiel 112, 108, 107 war abgemacht, dass ich die irgendwann dazu pachte, wenn ich da neue meine Pachtfelder bezahlt habe und sowas. Das kann ja nicht angehen, dass auf einmal alle Felder hier weg sind. Ja, aber diesbezüglich haben sie ja noch ihre ganzen Pachtfelder noch nicht bezahlt.
Nee, aber was ist, wenn ich die jetzt abbezahle? Können Sie dies jetzt zum Beispiel sofort abbezahlen? Ich könnte ein Feld oder locker vier Felder könnte ich jetzt abbezahlen. Aber wir hatten einen Deal. Sie können doch nicht einen Deal brechen. Bezüglich steht in meinen Unterlagen leider nichts des Weiteren. Also ich weiß nicht, ob Sie das mit mir oder mit dem Herrn Berger gemacht haben. Da bin ich mir jetzt nämlich zu 100% sicher. Ja. Müsste ich dann erst abklären, aber ich sag mal so. Wem gehören denn die Felder? Hier hat sich das Lohnunternehmen gekauft. Ach so, ja, alles klar. Läuft ja bei euch. Selbst oben bei mir in der Ecke alle Felder weg. Ja. Ja. Wir haben jetzt ziemlich den Großteil der Felder, der restlichen, gekauft. Ja, dann muss ich mit dem Herrn Berger reden, weil der Deal, da habt ihr gebrochen. Dann ist alles hinfällig. Ja, meine lieben Freunde, aber was jetzt hier Phase ist, warum sie sich nicht an die Deals halten und warum auf einmal alle Felder weg sind auf der Schwatzingen. Na gut, sie waren so gnädig, ich habe mir Feld 13 überlassen. Das alles in den nächsten Folgen. Schaut auf jeden Fall bei Miguel vorbei, bei McManus, alles unten in der Videobeschreibung. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.